Probius ist ein Pokémon mit den Typen Pflanze und Flug und existiert seit der dritten Spielgeneration. Probius ist ein dinosaurierähnliches, großes und hauptsächlich braun und grün gefärbtes Pokémon. Es verfügt über einen kräftigen Körperbau, einen sehr langen Hals und vier Beine mit gelben Klauen. Das untere Ende seines Halses und die Oberseite des Kopfes werden durch grüne Blätter geschmückt. Hiervon sind weitere vier auf seinem Rücken in Form von großen Flügeln zu finden. An seinem Kinn hängen drei gelbe Früchte, sein Körperbau ähnelt somit dem von Meganie. Und in seiner Shiny-Form sind die grünen Blätter heller und haben eine leicht gelbliche Nuance. Tropius ist ein langsames Pokémon, welches jedoch eine vergleichsweise hohe Zahl an Kraftpunkten aufweist. Mit den Blättern aus seinem Rücken, mit denen es auch fliegen kann, attackiert es Feinde durch Pflanzenattacken der Spezialklasse wie Blättersturm oder Flugattacken wie Luftschnitt oder Windstoß. Durch sein Leben im tropischen Dschungel hat es gelernt, das Licht der Sonne zu nutzen, was es mit Attacken wie Solarstrahl zeigt. Dies macht sich auch in seinen Fähigkeiten bemerkbar, welche alle mit Sonnenlicht zusammenhängen. So verwendet Tropius das sonnige Wetter, um mittels Chlorophyll seine Initiative zu verdoppeln oder mit Solarkraft seine speziellen Kräfte zu erhöhen. Mit der versteckten Fähigkeit Reiche Ernte, welche seltene Tropius beherrschen, kann es seine benutzten Beeren am Ende jeder Runde mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% zurückerhalten, wobei die Wahrscheinlichkeit, sobald die Sonne scheint, auf 100% steigt. Tropius lebt im tropischen Dschungel. Es ernährt sich ausschließlich von seiner Lieblingsfrucht, was dazu führte, dass diese Frucht nur zweimal jährlich an seinem Hals wächst. Diese Früchte gelten als sehr schmackhaft und sind äußerst beliebt, sodass dieses Obst-Pokémon sogar in Farmen warmer Gebiete gezüchtet wird. Hierbei seien die Früchte von Tropius, welche in der Alola-Region leben, süßer als die in anderen Regionen. Dieses Pokémon ist sehr freundlich und verteilt seine Früchte auch an Kinder. Da bei Tropius keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln, und mit seiner Typenkombination aus Pflanze und Flug ist es immun gegen Bodenattacken, nimmt halben Schaden gegen halben Schaden gegen Kampf- und Wasserattacken, doppelten Schaden gegen Flug, Gift, Gestein und Feuerattacken, vierfachen Schaden gegen Eis und der Rest macht normalen Schaden.